Sehe ich hier richtig, oder? Das ist doch die Barbara. Oh nein. Hallo, wie geht es dir denn? Barbara, komm her. Wie lange haben wir uns denn jetzt nicht gesehen? Oh, ich komm weiß, mal her. 100 Jahre oh, Gott, oder so. Altes Haus, du. Oh, warte, ich bin ja noch hier. Warte, ich kann mich nicht bewegen. Ich habe mir die Titten noch neu machen lassen. Ich darf die Arme nicht so weit nach oben machen, ne? Nee, alles gut. Ja, wie geht's dir? Wie ist es dir ergangen? Ja, du, ist einiges passiert, gell? Du weißt ja, das noch mit der Brigitte damals. Und naja, die ist mit den Kindern, ist die fort. Ja. Ach nee, ach, hör mir auf. Ja. Ich will euch erstmal kurz vorstellen. Also, Dufi. Ja, hallo. Das hier ist die Barbara, gell, alte Bekannte. Barbara, das ist der Dufi. Der ist mit mir schon durch dick und dünn hier gegangen, gell? Spielt Sheriff mit mir jetzt hier. Special Sheriff Dufi meldet sich zum Dienst. Hi, Barbara. Hi, schön. Ja, super. Ich hab schon viel von dir gehört. Toll, ja. Hoffe nur das Beste, ne? Ja, Klaus, die ist wirklich geil. Sag mal, Dufi, das war doch unter uns. Scheiße. Nein, ich will und keine also gut, Dufi, genug geredet. Gut, danke dir. Und Barbara, das hier ist ein neuer Kollege, auch aus dem nördlichen Bereich. Wo kommst du mal her? Jo, ich wurde für jetzt erst ein Kieler Department. Moin, moin, aus Bobsi, du scharfe Gerät. Oh, ich bin aus Hamburg, da kann ich nicht mehr. Das ist ja super. Nordlich. Dich, ja, gut. Wir haben uns noch gar nicht vorgestellt, gell? Ich bin der Klaus. Und die Amy. Hi, hey, Klausi, Mausi. Hallo. Ja, bleib mal beim Klaus erstmal, gell? Okay, Mausi. Boah, da hast du aber wirklich was Geiles zusammengestellt, ey. Meinst du meine Karre hier, oder was? Boah, ja. Der ist was Schönes, ne? Mit Cabrio, mit Luft von oben. Boah. Ey, diese... Ja, ich hab den bluten gelassen, mein Ex-Mann, ne? Da, das war mir diese, scheißegal. Diese Holographic-Folie da drauf, das ist echt der Wahnsinn, das ist richtig geil. Ja, die hat mich auch wirklich, also, da wusste ich gar nicht wohin mit mir, tatsächlich. Da hab ich mich verliebt. Ist auch arschteuer. Was hat das gekostet? Oh, 60.000. Boah, scheiße, du. Sag mal, Kalle, was bist du eigentlich so für ein Typ, weil ich mit dir gleich auf der Straße bin, in der Kontrolle und mein Leber hängt von dir ab, da muss ich ja wissen, mit wem ich es hier zu tun habe. Ich knall die Viecher weg, die Dreckigen, wenn die Ohrenschlüge sind. Okay, das finde ich geil. Das ist schon mal geile Einstellung von dir. Ja, mach mal kleine Raucherpause hier, komm. Komm, Lungenbrötchen. Ich meine, Lungenbrötchen ist hier wichtig, auch Jungs, ne? Erstmal einmal komm mal eine Reinschmecke hier mal. Komm, kleine Raucherpause, bis wir mal ein Reinschmecke hier. Also, muss auch mal sein. Ach so, nee, oh, Entschuldigung, das war die Sportzigarette für später. Ja, also das ist aber auch mit dir da draußen, ne? Das ist auch wild, verrückt und nur mit euch. Wild, ne? So eine kleine Lungenfritte. Oh. Ja, wisst ihr, ich bin eigentlich gar kein Raucher. Ne? Nur auf Partys, nur ab ja, und zu. Ja, aber ich sag immer, mein Leben ist eine Party, ne? Ja, so. Meinst du einen Unfall? Okay, ja, ne? Ja, okay. Nee, so, gut, ja, okay, gut, okay. Also, wir sind da drüben beieinander, das sage ich euch. Aber ich war auch so gestresst, ja. Ja, Klausi? Kannst du dir das denn vorstellen? Also klar, du bist eine autoritäre Person und so, gell? Und dominant natürlich auch, klar. Ja, total. Aber kannst du dir denn vorstellen, dass das Leben auf der Straße, an der Grenze, das ist echt hart. Ja, das kann ich verstehen. Aber weißt du, ich habe da auch eine ganz andere Motivation. Du musst dir das so vorstellen. Mein Mann hat ja immer gesagt, ne, dass ich nichts kann stark. Außer shoppen, das Geld verprassen. Und jetzt wollte ich ihm auch mal zeigen, guck mal, ich kann das auch. Ich bin auch eine hartgesottene. Ich kann da auch genau wie so die anderen krassen Frauen. Ich kann einen Job halten. Ich kann einen Job durchziehen. Ich bin eine Macherin. Und ich habe auch gar keine Angst, eine Pistole mal zu rollen, danach zu schießen, wenn es denn sein muss. Das muss ich sagen, das hat mich überzeugt, hey. Nicht schlecht. Und ich doch jetzt Verordnung, weil ich kann das auch nicht mehr haben mit den ganzen Männern, die da draußen rumlaufen. Die müssen auch mal, denen muss das Handwerk auch mal gelegt werden. Da kann ich ja auch mal ein bisschen bei Kontrolle mal gucken, weil das ist auch ein Schmuckerkerl dabei. Na klar. Mhm. Auch mal ein bisschen auf die Rücksitz mal schauen, gell? Auch mal, wer sitzt mal rüber da so? Lang, ne? Ja, klar. Auch mal bei Taschenkontrolle. Richtig. Ne? Ist das so eine Waffe in ihrer Hose, da freuen sie sich einfach nur, mich zu sehen, ne? Du bist genau, du bist richtig aufgehoben, ich merke das schon, gell? Ja. Richtig gut. Ich fühle mich auch die Trübe, ich fühle mich hier auch wo. Weißt du, Klaus, wir kennen uns ja schon seit Kinderstube klar. Da, weißt du, was ich meine? Sowieso. Und ich habe auch hier den doofen Schmerz, da habe ich auch total ans Herz geschlossen, ne? Ich heiße Doofi und ich doofen Schmerz. Ja, sollen wir losfahren? Also, rauf und fertig, Leute. Ich bin jetzt eine Praktikantin, oder wie? Ich bin jetzt eine Praktikantin. Nein, wir müssen jetzt mal ein kleines Gespräch führen. Das gibt jetzt alles ein offizieller Weg und alles. Das wirst du gleich erfahren, wenn wir ober sind, komm. Ach so, na gut. Wir zeigen dir gleich mal die schlimmste Gang, die es hier gibt, die Mayans. Da machen wir gleich mal einen Besuch. Ist dann die Anführerin, ist das dann Maya? Oder wie ist das so eine... Klingt ähnlich. Er ist ähnlich und es ist ein Typ, aber das ist, also ja, wirst du schon merken. Und wenn das gut läuft, halt Barbara, dann kriegst du auch so ein komplettes Makeover, so. Oh, nicht wirklich? Ja, Leute, heute Transformation. Ja, der Dufi macht nebenbei noch ein bisschen YouTube, weißt du, der macht so Vlogs.
Klaus, ich weiß, dass es eine Freundin von dir ist. Aber wir müssen sie jetzt einmal Background-Check, Background-Check und so. Okay, doof, ja, aber ich hoffe, du meinst das nicht, was ich denke. Was? Sollst du schon mal die Hose aufziehen oder was meinst du? Nein, nicht so, den Ballon-Check. So. Nein, aber wir müssen so fragen, ob sie mit Terrororganisationen zu tun hat. Ja. Wie viel sie auf 100 Meter läuft, so. Ja. Ich gebe so ein paar so Situationen durch und sie sagt dann so, wie sie reagiert. Ey, vielleicht machen wir so ein fiktives Szenario. Ich bin jemand, den sie an der Grenze kontrolliert. Ich verhalte mich ein bisschen schwierig und dann gucken wir, wie sie reagiert, oder? Was sagt ihr? Ja, genau, das können wir nirgends mal, ne? Du weißt ja, wie wir das beim Überfall gemacht haben. Genau, ja, genau. Dann bist du quasi ihr Kollege, aber du hältst dich ein bisschen zurück beim Test und ich mache richtig auf Rambazamba. Und Kalle, du kommst mit mir mit. Ja, du bist mit dem Auto drin, das kontrolliert wird, aber du hältst dich erstmal noch ein bisschen zurück. Ja, richtig. Ja? Also das heißt, du bist jetzt, deine Rolle wird auch sein, ein bisschen die Barbara ein bisschen rauszufordern, ein bisschen rauszukitzeln, ob sie das Zeug hat. Weißt du, wie ich meine? Ein bisschen stressige Situation und so weiter. Man verhält sich vielleicht nicht so wie gedacht. Verstehst du, wie ich meine? Soll ich das Arschloch hier machen? Ja, so ein bisschen, aber du hältst dich ein bisschen zurück auch. Alles klar. Ja? Guckst ein bisschen, wie ich so mache. Was seid ihr so für eine Barbara? Ich würde sie wegflanken. Was? Boah, ich auch. Das ist kranke Scheiße. Die Barbara ist für mich wie eine Schwester. Ja. Hättest du denn ein Problem damit, wenn Kalle und ich wären? Also ich sag mal, wenn das alles so, wenn die Barbara, was die Barbara macht, da, solange die glücklich ist, bin ich auch glücklich, weißt du? Also, es sind einfach ein paar lockere Fragen, gell? Einfach keine Angst habe, einfach ganz lockeres Gespräch. Ja, ein bisschen aufgeregt, aber trotzdem hey, normal, ist gar kein Problem. Da musst du mir alle durch. Barbara. Ja? Ja. Hast du in irgendeiner Form schon mal mit Kriminellen zu tun gehabt? Na, also wenn man jetzt mal meinen Ex-Mann auslässt, dann eigentlich nicht, nee. Und was hat dein Ex-Mann nochmal genau gemacht? Ich weiß gar nicht mehr genau, was war das? Das war ein krimineller Wichser. Ja, der hat so allgemein kriminelle Sachen gemacht, oder was? Nee, das war einfach, der war kriminell scheiße einfach. Nächste Frage, Kalle. Hast du schon mal selber was Illegales gemacht, du? Hast du schon mal was geklaut? Außer so illegal gut auszusehen, nee. Was bedeutet das Gesetz für dich? Das Gesetz für mich ist super wichtig. Ich mag das gern haben. Ich halte mich da auch dran. Also wenn ich jetzt mal unter uns ab und an, wenn ich da ein bisschen zu schnell fahre, das werde ich natürlich in der Zukunft dann vermeiden, besonders im Sheriffmobil dann. Ne? Ist auch immer Regeln, kleine Regeln, die haben ihren Zweck, dass man sich ja nie halten soll. Und ich mal selber denken muss, ich bin voll blond und ich mag die Regeln. Denn Regeln das Leben und das ist ganz fein. Das ist mein Song. Nicht schlecht, ey. Wahnsinn. Den sollte man vielleicht mal rausbringen irgendwie. Der Song hat mich gerade wirklich emotional, wirklich hart getroffen. Das hat mich Bars unten rein und das Ding klatscht durch die Dinge. Ja, wirklich, ja. Papa, okay, folgendes Szenario. Also, du bist jetzt an der Kontrolle unterwegs, kontrollierst ein Auto und da hat einer richtig, richtig viel Schwarzgeld dabei. Aber an sich ist der ganz nett, aber der hat richtig viel Schwarzgeld dabei, gell? Was machst du jetzt mit dem? Also, ich nehme ihm das Schwarzgeld ab und davon gehe ich dann shoppen. Also, ich sage Ehrlichkeit. Achso. Also, ich wollte gerade sagen, keine weitere Frage. Ich eigentlich genau das, worauf wir rausfallen, gell? Mami, okay. Jetzt höre ich dir die wichtigen Fragen, Barbara. Nimm mir drei Gegenstände, mit denen du ein Bier öffnen kannst. Also das heißt mein Lipgloss. Funktioniert richtig gut. Der vom Duo, da kann man das am besten machen. Da hast du eine wunderbare Hebelfunktion. Das ist mega gut. Autoschlüssel, ne? Natürlich. Das funktioniert richtig gut. Und ein anderes Bier, ne? Weil man ja auch auf einem Bein kann man nicht stehen. Ein Bier reicht ja nicht. Sehr gut, also ich muss sagen, mit so wehender Fahne ist hier noch keiner durchgekommen durch die Befragung. Ist ja Wahnsinn. Okay, Barbara, ich glaube, das ist eigentlich ganz gut. Wir sollten auch natürlich einen kleinen Praxistest machen. Okay, ja, klar. Das ist jetzt so, ich werde dich assistieren. Okay. Du bist der leitende Sheriff bei der Grenze und der Klaus und der Trümmerbruch werden hier vorbeifahren. Und dann willst du mal so zeigen, wie du das machen würdest. Okay. Aber Barbara, wir machen es dir natürlich nicht leicht, gell? Wir werden ja auch, sag mal, also du wirst schon rausgefordert. Ja, jetzt körperlich oder geistig jetzt? Geistig natürlich. Na gut, ja, machen wir. Also wir gehen mal in unser Auto und dann fahren wir mal hier auf den Hof. Bereitet ihr mal was vor und genau. Ich erkläre dir noch die Prozedur, die man... Also Karl, da wollen wir doch mal loslegen, ha? Warte, ich mach mal Stimme mal ein bisschen tiefer. Was wollen Sie von mir? Lass mich in Ruhe. Hey, warum schießt ihr? Was soll das? Warum schießt ihr direkt? Ich hab nichts gemacht. Er ist bereit, okay. Also dann. So, guten Tag, die Herrschaften. Einmal bitte aussteigen.
Hey, was soll denn? Warum halten wir uns an? Ich habe geklingelt. Warum warst du da gehen? Wir haben nichts gemacht. Das ist ganz normal. Ganz normale Kontrolle muss hier jeder machen. Also beide mal hier zack, zack aus dem Auto raus. Dann wäre das so lieb, dann können sie auch gleich weiterfahren. Nee, wir haben gar nichts gemacht. Wir steigen nicht aus. Ich habe nichts Illegales. Ich bin ja mal legal. Nein. Achtung, okay, dann auf die Reifen. Wenn sie jetzt hier nicht gleich aussteigen. Hey, nicht schießen. Ja, was los dir? Komm, okay, wir steigen ja aus. Wunderbar. Was ist los mit dir? Ich möchte nicht unfreundlich werden. Das wollen wir nämlich auch nicht. Sie haben ja nichts verbrochen. Ich will nur einmal ganz kurz gucken, haben Sie denn beide? Ich würde gerne mal den Ausweis sehen und den Führerschein. Habe ich nicht dabei, leider. Haben Sie nicht dabei? Nein. Du kannst wie haben Sie nicht dabei? Die ist schon klar, dass Sie den Führerschein immer dabei haben müssen. Ja? Halten Sie uns gerade nur an, weil Ihr Japaner ist? Das ist scheiße rassistisch, Mann, von Ihnen. Das hat damit gar nichts zu tun. Ich halte jeden an. Ich habe ja auch eben schon nur ein Bein angehalten und davor auch noch eine Frau. Stellen Sie sich das mal vor. Wunderbar. Sie haben jetzt beide leider keinen Führerschein, kein Ausweis. Wie ist es bei Ihnen? Ich bin Amerikaner, flagst du Botschaft. Warum? Was du wolle? Ich brauche einfach nur so, von jedem Menschen, der hier rüber geht, möchte ich das einfach gern sehen. Ist doch nicht schlimm, oder? Ja, ist kein Problem, habe ich dabei. Aber warum soll ich zeigen? Weil Sie hier eine Grenze überqueren und ich Sie kontrolliere. Ist doch ganz klar, Sie sind doch nicht doof, das verstehen Sie doch, oder? Verstehen Sie unsere Sprache, Sir? Ich bin mit Fliegel gekommen in Übergrenze, alles gut. Ist der geil. Also ich habe gerade meine Tasche gewühlt und habe Ausweis gefunden, glaube ich. Mann. Ja? Wollt ihr den sehen oder nicht? Schön, Doofi? Kann doch keinen drauf schießen. Schieß ihn da. Ja, gut, wunderbar. Ihr Freund ist nichts, passiert nichts, ne? Alles gut, gar kein Stress. Ja, den mag ich eh nicht. Schönen Wichser. Ah, super. Alles klar. Genau, deinen Ausweis mal bitte. Das kann ich Ihnen zeigen hier. Ach, super. Ja, das ist doch 1A. Herrlich. Schön, und was wollen Sie hier bei der Grenze? Was wollen Sie, wo wollen Sie hin? Was sind die Pläne? Kollege, Hilfe. Ja, wir kommen vom Heroinfeld. Wir wollen in die Stadt das verkaufen. Warum du Läden hast? Cool. Das ist ja, egal. Wie viel verkaufst du davon so? Ah, gar nichts. Nur für Eigenbedarf. Schades Eigenbedarf cool. Bei uns, gell? Ja, ich habe eine Idee. Weißt du, wir lassen den Kollegen. Den lassen wir, das ist egal, dass er keinen Ausweis hat, aber dafür würde ich gerne noch ein bisschen was vom Heroin abhaben. Machen wir es so? Ist nur Mond für Blödchen. Aber wir haben voll wenig nur. Ja, nur ein kleines bisschen. Das reicht mir schon. Ja, also, komm, dann gebe ich dir ein bisschen was. Wir haben Backstube. Da haben wir es doch. So, ne? Dann schöne Weiterfahrt. Ja. Hier, Doofi, du kannst ihn wieder entfixieren und dann, ne? Viel Spaß auch. Kannst du mir vielleicht mal gehen? Alles klar. Gut, dann kann ich es jetzt auflösen. Ich war es die ganze Zeit. Ich bin der Klaus, gell? Ja, der Klaus und der Kalle. Wir waren es die ganze Zeit. Doch, tatsächlich. Nein. Und ich muss sagen, sehr gut gemacht. Sehr gut gemacht. Wir waren ja schon sehr nervig und so muss man sagen, an der Grenze gibt es aber schon öfters Leute, die da sehr vehement unterwegs sind, gell? Aber ich finde es also wirklich für den ersten Test mit Bravour. Oh, das freut mich ja. Ich war ja ein bisschen hier, ein bisschen Schweißausbruch auch, ne? Also ist natürlich die Frage. Ich wollte es ja richtig machen. Was sagst du, Doofi? Ich sag dir, das war 1A top. Ach, du musst. Doofi. Also wir können es ja vielleicht so machen von Anfang, dass, sag mal, wenn du das Gefühl hast, du kannst schon was abziehen, dann fragst du kurz vorher den Doofi, weil der kennt ja alle in der Stadt, weißt du, hey, guck mal, kann ich den da abziehen oder nicht? Ja, oder die Frage ist ja, ne, wenn jemand mir zu mir sagt ins Gesicht, dass er da auf der Heroinplantage war, ne? Da könnte ich ihn ja auch, also da, das ist ja eigentlich nicht recht. Doofi, ne? Du hast aber nicht zutreffend, du. Baba, was meinst du, was ist nicht gesetzmäßig? Ja, mit den Drogen. Na doch, es gibt einen gewissen Eigenbedarf, der ist erlaubt. Ah, ja, auch bei Heroin, ach so. Bei allem, ja, das ist ja schön. Alles so ein bisschen. Oh, na gut, na dann. Alles ein bisschen locker hier. Bisschen lockerer. Oh, das ist doch schön. Das ist so nett. Ja, dafür sind die Leute hier auch wahnsinnig zufrieden alle und sehr entspannt. Vor allem der Abu Henry. Hab mich, woran das liegt, ne? Ja. Schön. Okay. Doofi, hast du deinen Bon fertig geraucht? Ja, warte mal kurz, mich ruft einer an. Ich muss da kurz so tun, jetzt wäre ich nicht da. Sekunde. Okay. Ey, wie findet ihr mit Nova, Freunde? Ist cool, oder? Guten Tag, Sie sind verbunden mit Doofis Mailbox.